Welches ist der beste Gemeindewein? Und erkennen die Gemeindeamänner ihren eigenen Wein? Das haben wir wissen. Zur Blinddegustation erschienen sind der Hans-Rudi Hottiger, der Stadtdame von Zofingen, der Gemeindame von Aarburg, der Hans-Uli Schär, die Frau Gemeindame von Brittnau, Astrid Haller, und der Gemeindame von Vorenwald, der Max Mohr. Die Gemeindamänner von Strengelbach und Safenwil haben sich entschuldigt. Sechs Weisswein haben die vier Gemeindamänner probiert. Ein Urteil fällen ist ihnen dann gar nicht so einfach gefallen. Also die Hottiger, wie schmecken die Wein? Sehr unterschiedlich. Also die einen sehr unterschiedlich. Also es hat so verschiedene Gruppen. Das ist auch logisch, weil es verschiedene Trauben hat. Aber es ist noch schwierig, so ein bisschen Differenzen zu sehen zwischen den einzelnen gleichen Traubensorten. Hast du die irgendwie schon entdeckt? Ich glaube, ich weiß es ja. Aber das ist immer ein bisschen heikel, oder? Was sind Haller, haben wir gute Weine hier in der Region? Ich würde sagen, ja. Also ich hätte keinen, den ich nicht gerne würde schenken würde. Also ich könnte mir jetzt jeden als Gemeindewein vorstellen, von denen, die ich probiert habe. Und habt ihr euch schon herausgefunden? Ich vermute es, ja. Aber dass es zwei von der gleichen Sorte hat, bin ich nicht ganz sicher, ob es dann wirklich auch unser ist. Hans-Uli Schär, habt ihr auch mit ausgewählt beim Arbiger Wein? Nein, das ist vor meiner Amtszeit passiert, da durfte ich noch nicht mitreden. Aber ich bin mit der Wahl der Vorgänger durchaus sehr zufrieden. Und habt ihr ihn schon erkannt? Ich habe eine Vermutung, aber wie die Kollegen sehr wahrscheinlich auch vor einem Problem stehen, wirklich ihren zu erkennen, geht es auch mir so. Also, ich würde die Hand nicht ins Feuer legen, weil sind eben gewisse sind natürlich gleiche Sorten und da kann man sich auch täuschen. Und wie schmecken Sie im Ganzen da die verschiedenen regionalen Weine? Also es sind ja teilweise nicht nur Aargauer Weine, Zofingen gehen ja noch ein bisschen weiter Richtung Genfersee, aber es ist durchaus gute Qualität und ich denke, die, die es ausgewählt haben, haben sich schon Gedanken gemacht dazu. Max Mohr, schmecken die Weine aus der Region? Ja, wie schon gesagt, unterschiedlich. Wirklich eine rechte Bandbreite. Aber sind sie gut? Ja, die meisten, nicht ganz alle. Also jetzt habe ich gerade einen, den möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Welchen? Sechse. Jetzt ist die Gefahr natürlich, dass es unser ist, aber ich hoffe es nicht. Hans-Rudi, welches ist der Zofinger Wein? Das Fünfe. Und das ist für mich, also vielleicht bin ich mich schon so gewohnt, also ist für mich auch der Beste, das ist der ründigste und von dort aus hoffe ich, dass es wirklich das Fünfe ist. Genau, das ist so. Weil es ist einem irgendwie abgefallen. Für mich ist ein bisschen, also abgefallen ist ein bisschen das Herzwort, aber Gewöhnungsbedürfnis sind für mich das 3 und 6. Also, Max Mohr, welches ist jetzt euer Wein? Das Nummer 2. Das ist mein Eindruck. Aber nicht hundertprozentig sicher. Das heisst, ihr seid gemeint einmal farbig in diesem Fall jetzt, neuer Dings. Ja, bravo, das freut mich. Ja, freut mich. Also, ich werde natürlich dem Hans-Uli nicht Konkurrenz machen. Er soll das nur weitermachen. Und der Beste ist in diesem Fall? Das 3. Rausgemogelt. Euer Wein ist die Nummer? Ich habe schon gemerkt, dass es nicht das kann sein, was ich darauf tippet habe. Ich habe es 2 tippet. Oh. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es 6 ist. Habe mich aber eigentlich jetzt ein bisschen auf 2 fixiert. 1 oder 2. Also, und der Beste wäre dann? Der Beste ist das 4. Welches war der Arbiger Wein aus deiner Sicht? Eigentlich das 4. Ich bin da ehrlich, obwohl ich in der Zwischenzeit die Wertung gehört habe. Ich habe 2 Top-Wein. Das ist das 2 und das 4. Und anscheinend ist das 2 der Arbiger. Also von dem her passt es. Ich habe einen, der mir mittler wundert. Und reinen muss ich dann schauen, welche Gemeinden das die sind, dass ich dort nicht so viel Apero muss. Max Mohr, ich wie ist so ein bisschen. Hat Fans, aber auch. Serie, die nicht so gut finden. Ist das eher überraschend? Ist eher überraschend. Ich habe das Gefühl, wir haben einen Wein ausgewählt, den alle gerne haben und der einfach mundet und gut ist.
auf dieser Seite ist das Leben, oder? Also der eine sagt es zu, der andere nicht. Das ist eigentlich richtig so. Antoni Gère, was hat Sie am meisten überrascht jetzt an dieser ganzen Degustation? Dass es doch ein unterschiedliches Bild gegeben hat. Also, es ist sehr subjektiv. Gewisse Gemeinden sind jetzt interessanterweise in corpore abgeschifft. Und am frohesten bin ich doch, dass ich den Arpiger Wein doch bei meinen Top-Wein habe. Also, da bin ich richtig froh, dass ich wieder zurück und heim städtlich kann, ohne dass ich da gerade wieder rausgeschossen werde. Also, Hanger, gibt es irgendwelche Parallelen vom Wein zur politischen Arbeit? In diesen Gemeinden. Also das würde ich jetzt anmassend irgend so etwas sagen. Mir hat jetzt das interessant gedacht, zum Schauen, aber das wäre jetzt wirklich anmassend, wenn man irgend so Parallelen würde ziehen. Hans-Rudi Hottiger, jetzt sind die Resultate draussen. Was hat die meisten überrascht? Ja, eigentlich von meiner Bewertung her hat mich nicht so viel überrascht. Es hat mich einfach überrascht, dass ich wirklich uns gekannt habe. Aber es ist natürlich sehr individuell, wie man die Weine empfindet. Und ich glaube, das sollte man auch so lassen.